Ohne Schlüssel wird das nichts. Ja, dass hier nichts mehr reinkommt, ist klar. So, ein Beispiel. Meine Truhe ist auch leer, oder? Ach nee, da ist noch der Lohn drinne von dem letzten Auftrag. Das muss dann der Händler gewesen sein, ne? Es war so klar. Das kann sich doch nicht machen. Okay. Ja, sind wir durch. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Okay, Krallen. Meine lieben Freunde, macht's gut, nicht? Einer muss den Sauhaufen hier führen. Ja, ja. Sie hätte einfach die Klappe halten sollen. Okay, dann machen wir die Hauptquest weiter. Ich weiß, mit den Krallen. Wenn du redest. Anscheinend durch. Konfrontation mit dem Pilger. So, machen wir das mal. Das nervt. Wo soll das passieren? Hier. Okay. Gucken wir uns da mal um. Ah, da ist ein Raptor. Raptoren sind Rudeltiere, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Und die tauchen hier dauernd alleine auf. Das ist unlogisch. So. Ach, hier sind noch ein paar Spinnen zugegen. Ja los, die machen wir auch noch platt. Die nächste bitte. Drei Schläge. Na, gefällt mir ganz gut. Wie wir drauf sind mittlerweile. So, hier ist irgendwie was kaputt gegangen. Oh. Ups, ich wollte da hochspringen. Naja, egal. Dann gehen wir halt hier durch den Tümpel. Greift er mich einfach an. Also ich finde meine Waffe ganz toll. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Muss ich mal einfach mal so sagen, ne? So, da hinten ist noch ein Raptor. Der versteckt sich da. Komm mal her. Tja. Den prügeln wir mal gerade zusammen. Und klauen ihm hier. Was ist das hier? Heiltrank. Plunder und Gerümpel. Ja, überall war ich hier noch nicht, ne? Ja, hier war ich mit Sicherheit noch nicht. Was mich an der Sache interessiert, gibt es hier einen Teleportstein? Ich meine, klar kann ich den gerade da besiegen, nur das wird mich wahrscheinlich viele Energiespeicher kosten. Ja. Vermutlich. Okay, hier ist ein ganzes Gebäude-Sammelsurium. Gibt es bestimmt noch den ein oder anderen Loot, ne? Vielleicht sollte ich da wirklich mal reindreschen. Na los, wir machen einfach mal mit, ne? So, einmal kurz auffüllen. Wow, das war ja schlau jetzt.
So, den hätten wir. Keine Munition. So, dann wagen wir uns mal runter und gucken mal, was da zu plündern gibt. Hallo. Na, das ist wirklich mal eine Ruine, ne? Nicht mehr und nicht weniger, ne? Naja, einfach mal nix. Hier gibt's einfach mal nix. Okay, auch gut. Oh, obwohl. Hier sind noch ein paar Tränke. Hier ist noch ein bisschen Elixit. Okay, dann versuchen wir es mal auf der anderen Straßenseite. So, hier hat er auch noch was liegen lassen, der große Kollege. So, hier muss ich aufpassen. Kann durchaus sein, dass hier noch irgendeiner haust. Nein, negativ. Ich weiß auch nicht, ob ich hier schon mal war oder nicht oder doch. Das ist, mittlerweile habe ich den Überblick verloren, muss ich gestehen. Aber da hier noch so viel rumliegt, würde ich jetzt mal behaupten. Da hängt noch etwas dran. Vier Häuser. Und der nächste Teil von diesem vier Häuser-Gedönse. Ich würde jetzt mal behaupten, ich war hier noch nicht. Los, das Vierhäuser-Ding möchte ich mir gerne noch angucken. Das Alter des schwarzen Hauses ist das des blauen minus des weißen. Alles klar. Das gibt anscheinend eine hochkomplexe mathematische Formel. Okay, da hinten haben wir noch ein paar Häuserchen. Da können wir mal reinschauen und dann machen wir auch direkt weiter. So, Brause, Kralle und Böscher. Achso, ich dachte, da wäre noch ein Kraut gewesen, aber hier ist eins. Mehrere davon. Tja. Mensch, wie wir hier die Leichen durch die Gegend flattern. Das ist doch nicht schön. Die Totenruhe muss man wahren, Freunde. Und da vorne sehe ich auch einen Teleportstein. Das hat sich dann schon mal gelohnt. Alleine nur deswegen. So, da gehen wir jetzt auch als erstes hin. Verlassene Felsen. Jetzt fangen wir mal bei dem Haus hier an. Plündern uns durch die Reihe. Ha? So. Hier ist noch ein Kackeimer. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Ein Speer. Ein bisschen Elix, ominöser Zettel, Spielzeugauto. So, den Zettel möchte ich einmal sehen. Zeigen Sie mal bitte Ihren Zettel. Ominöser Zettel. So, dieses Bild war an dem anderen Ding noch dran. Ah, da ist das Kreuz, alles klar. Ominöser Zettel. Habe ich ihn übersehen? Da ist er. Habe ich schon vier Stück von. Fred war hier. Wer ist dieser Fred? Okay. So, jetzt einmal da oben noch zu dem Gebäude.
Und dann auf der anderen Straßenseite auch nochmal. Gibt es hier irgendwie einen Zugang? Ja, gibt es tatsächlich. Ah, der Eingang ist versperrt. Okay, wir müssen einen Plan B finden. Kriegen wir hin, ne? Geht's denn hier gar nicht rein? Hör mal. Ne, hier nicht. Hallo, es muss doch hier reingehen. Ach, da liegt Schrott rum. Schrott und allerhand Gekröse. Okay, hier gibt es irgendwie keinen Eingang, ne? Also wird das wohl einfach nur ein Nichts sein, ne? Na gut, okay. Wenn das so im Sinne des Erfinders ist, dann wollen wir das respektieren. Wir gehen mal rüber. Hallo. Boah, da runter. Muss ich da runter? Wahrscheinlich muss ich da einmal runter gucken wenigstens, ne? Diese Lampen, die sind natürlich sehr wichtig. Wenn man die wenigstens nutzen könnte. So, jetzt gucken wir mal da runter. Mensch, das halbe Haus ist ja untergraben. Wie hält denn das überhaupt noch? Okay, so, dann haben wir... Wo haben wir noch was? Das große Ding. Und da hinten links nochmal, ne? Gucken wir mal hier, erst links. Ui. Bist du eine Rattenpest zugange? Wo sind sie hin? Hallo? Eine Ratte ist tot. Oh, ein Kritter. Kritter. Den haben wir schon länger nicht gesehen, Kritter. Oh. Jetzt haben wir ein Problem, ne? Mensch, die kam aus dem Nachbargebäude. Da war ich ja noch gar nicht für... vorbereitet. So, das war's mit den beiden. Okay, speichern. So. Gut, hier kamen die irgendwo weg. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich auch irgendwo reingehen, ne? Oder sind die hier draußen rumgestanden? Auch möglich, ne? Ja, ich denke mal eher hier drin irgendwo. Aber ist ja auch im Grunde wurscht. Dietrich. Okay, hier ging es nochmal hoch. Allerdings auf der anderen Seite. Hier ist nichts weiter. Dann gehen wir nochmal hoch kurz und dann sind wir, glaube ich, mit den Häusern hier durch, ne? Ein Fell, hui. Ein Fell gibt es hier, glaube ich, nicht so oft, ne? Oder ziehen wir jedes Mal ein Fell ab? Das weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht darauf geachtet, wenn wir ein Tier ausnehmen.
Das ist noch ein Trank. Okay, so. Und ich habe gesehen, es geht noch höher. Kann das sein? Kann das sein? Ja. Ruhe. So, was ist das für ein Bauplan hier? Ring der Kraft. Och, ja. Wir chillen mal ein bisschen. So, ich meine, wir müssten es jetzt haben, ne? Oder gibt es hier noch Gebäude? Gut, dann mal auf zu Gelb. Speichern und los. Hier sind ja noch mehr Gebäude, aber da sitzt schon derjenige welche, ne? Aber ich würde hier gerne trotzdem mal reinschauen. Mensch, ist aber schon mal schön hier gewesen, ne? Oder? 1848, das ist schon mal wichtig. Gehe ich mal von aus. 1848, Pfeile. Irgendwo ist ein Tresor. Wahrscheinlich nicht hier. Geht doch. Vielen Dank für die Blumen. Was ist denn hier für eine Kräuterküche? So, nach oben. Hallo? Klopapier? Hallo? Ach, guck. So einfach geht's auch nicht, okay. Das war wohl nichts. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob das wirklich was mit den Länge zu tun hat von diesen komischen Zapfen. Ich weiß es nicht, ob das hier ein System gibt oder ob man hier einfach nur stumpf. Das war wohl nichts. Stumpf hin und her schieben muss. So, also so hatten wir gemacht, so hatten wir gemacht, so, so hatten wir gemacht, so, so und so. Ja. Zu einfach. Very easy. Ui, Ringang des Berserkers. Ein Appelschnaps. Goldener Kelch, wärmende Suppe. Die Truhe hat sich ja mal gelohnt. Nicht immer nur der übliche Klumpatsch. Na gut. So, da hinten ist noch ein Haus und da oben ist noch was, ne? Oh. Das Sofa ist ein wenig abgerutscht. Ich guck mir das hier auch nochmal an. Einmal schnell hier durch. Okay, das sind wirklich nur noch Mauern hier, ne? Da oben ist noch was. Guck ich mir gleich an. Ach, da unten ist das Bötchen. Okay. Jetzt noch das hinten, die letzten Mauern, und dann sprechen wir mal mit dem Onkel. Was lag da denn? Ach, Mana. Pures Mana. Überall hier. Na, guck. Reich beschenkt werden wir hier. Hier sind die Loots echt ein bisschen mehr geworden, ne? Am Anfang ist es noch eher weniger. Oder weniger, weiß ich nicht. Zumindest anders positioniert vielleicht. Ein bisschen mehr Wiesenkraut und so ein Kram. Ui. Da oben war ich ja auch noch nicht, ne? Uiuiui, was ist das denn? Okay, das ist wahrscheinlich ein Teil von einem größeren System, ne? Da ist jetzt nicht mehr viel von über. Ach, hier kann ich rein. Ne, kann ich nicht.